Namaste und ich grüße dich von Herzen. Mein Name ist Daniel Janang. Wann immer du das hörst, ich freue mich. Ich möchte dir danken und ich möchte euch danken für diese wunderbaren Wertschätzungen auf allen Ebenen und möchte gerne in dieser so bewegenden Zeit etwas weitergeben und weiterreichen, was dich unterstützen kann, darin deine innere spirituelle Ausrichtung und deine Schöpferkraft, deinen Schöpferzustand weiter jetzt zu stärken. Ja, die spirituelle Praxis ist jetzt sehr, sehr wichtig. Und ich meine damit eine geerdete spirituelle Praxis. Das bedeutet, die Schleier öffnen sich nun von Tag zu Tag immer mehr und wir gehen von Tag zu Tag immer weiter auf dieses große Ereignis zu, dem Urblitz, dem Sonnenblitz, worüber ich jetzt auch ein Video demnächst machen möchte, damit wir uns alle vorbereiten können darauf, auf diesen großen Bewusstseinsshift, den wir dann erfahren, vollkommen hinein in die Einheit, in das Einheitsbewusstsein, in die volle Verbindung mit Gott in uns. Und so möchte ich dir gerne etwas weitergeben, nämlich Verfügungen, die dir helfen, aus dem Schöpferzustand und wenn du dich angesprochen fühlst, dann kannst du dir ja gerne diesen Podcast immer noch mal anhören, mitschreiben, bestimmte Passagen abschreiben und wirklich damit arbeiten. Ja, die Sandra Walter hat es mal vor langem weitergegeben. Diese Anrufungen und Verfügungen sind wirklich eine ehrwürdige Aufstiegstechnik, ja, aus den Mysterienschulen und es ist wichtig, dies aus einer reinen Herzensabsicht herauszumachen, also sich darin auszurichten, ja. Denn wir verändern jetzt mehr und mehr unsere Realität und wir erlauben dem Licht in uns wirklich zu strahlen und zu leuchten, unser inneres Licht jetzt mehr und mehr hervorzubringen. Anrufungen und Verfügungen werden laut ausgesprochen, denn das erste Wort im Universum oder das erste im Universum war das ausgesprochene Wort. Und vor allem die Worte Ich bin sind kodiert, ja, zur Aktivierung, aber du kannst es auch Gott selbst nennen oder göttliche Gegenwart, wie auch immer du es sprechen möchtest, ja. Letztendlich ist die Absicht wichtig und letztendlich ist deine ganze Herzenskraft und Herzensliebe dabei wichtig als Ausdruck. Ja, und so bitte ich dich wirklich zu entspannen. Und wie kannst du am besten entspannen? Vor allem bringe dich in deine innere Präsenz. Atme tief ein und aus, so oft, bis du merkst, dass du dich erdest, dass dein Körper bewusst ist, dass deine Füße gut auf dem Boden sind. Und verbinde dich mit deinem Herzzentrum. Du kannst die Hände auflegen, du kannst deinen Herzschlag spüren, du kannst dir vorstellen, wie du mitten in deiner Brust, in deinem Herzzentrum eine große, wunderschöne,
Rose hast, in einem rosafarbenen, hellgrünen Ton und wie sie wirklich deinen Brustkorb sanft berührt mit ihren Blättern. Dein Herzzentrum ist wirklich dein innerer Quellfunke des Diamantlichts in dir. So nimm dir einen Augenblick Zeit, ja, deine Herzabsicht innerlich zu fühlen. Nimm dir Zeit, die göttliche Liebe in dir zu spüren, als eine wirklich starke, greifbare Frequenz in dir. Und sie wird ja auch immer intensiver, wenn unsere DNS sich mehr und mehr aktiviert. Spüre einfach, wie dein ganzes Energiefeld sich jetzt anfühlt. Bleibe dabei wirklich neutral. Bleibe in der Liebe. Und dann formuliere für dich schon die Verbindung zu dem Ich Bin, welches ich jetzt weitergebe an dich. Im Namen des göttlichen Menschen, des inkarnierten Schöpfers, der ich bin, heiße ich willkommen mein höheres Selbst, mein gechristetes Selbst, meine allmächtige Ich Bin-Gegenwart und all meine göttlichen Aspekte quer durch alle Parallelrealitäten, sichtbar und unsichtbar. Vereint euch in diesem Jetzt-Moment, bringt euren Fokus hierher. Lasst uns meine physische Erfahrung klären und transformieren, sodass sie mein göttliches, unendliches Selbst zum Ausdruck bringt, die reine Essenz der Quelle oder Gott, die ich bin. Ich rufe mein heiliges Herzzentrum hervor, voll aktiviert zu werden, in Ausrichtung auf meinen höchsten Ausdruck der Quelle bis zur höchsten Ebene, die für meinen Weg in diesem Jetzt-Moment förderlich ist. Ich wähle die höchste Aktivität von Dankbarkeit, Friedensstiftung, Kreativität, Demut, göttlicher Liebe und göttlicher Neutralität in jedem Moment. Möge jede Entscheidung, die ich heute treffe, auf das höchste Wohl aller Beteiligten ausgerichtet sein. Ich öffne mich für die Kraft meines Herzens, für die Liebe, göttlichen Willen und göttliche Liebe, Licht und Dienst in jedem Augenblick. Ich rufe hervor die diamantenen, leuchtenden Strahlen des Christus, um mein wahres Herz zu offenbaren und zu verstärken, dass meine göttliche, unsterbliche Verbindung zur Quelle ist. Herzzentrum, leuchte auf. Herzfelder, dreht euch, dehnt euch aus und verstärkt dieses diamantensolare Licht. Leuchtet dieses heilige Liebesfeuer am heutigen Tag in all meine Aktivitäten, Zeitlinien und Entscheidungen hinein. Ich bin die Rückverbindung all dessen, was ich bin, mit der Quelle. Ich beanspruche wieder meine siegreiche Wiedervereinigung mit dem wahren Licht,
die nie wieder getrennt werden wird. Geliebte Quelle, Mutter, Vater, Gott, ich stehe in deiner Leuchtkraft und öffne mein Herz als reiner Kanal deiner göttlichen Ströme von Gnade, Liebe und Vollkommenheit, die in alles Leben hinausfließen. Ich bin selbstverwirklicht, freudvoll und dankbar für die grenzenlose Fülle an Licht, Liebe, Schöpfung, Lebenskraft und göttliche Unterstützung, die mir zur Verfügung steht. Ich bin der heilige Bund, der sich in mir erfüllt und stehe im Glanz und in der Herrlichkeit der Quelle als meine aufgestiegene Ich bin Gegenwart. Ich bin die eine Gegenwart, das mächtige Ich bin Bewusstsein in Aktion. Es gibt nur Gott, liebes Licht und unendliche Schöpfung. Ich bin die heilige Zuflucht in meinem Herzen, die der großen Gottgegenwart dient und sie ehrt. Unendlicher Schöpfer, offenbare deine göttliche Absicht für meine Gegenwart hier. Erlaube mir, mich so zu sehen, wie du mich siehst. Offenbare deine göttliche Perspektive. Ich bin im Überfluss gesegnet mit allem, was die Quelle für mich wünscht. Ich umarme das Leben vollkommen als göttliche Gelegenheit, dem göttlichen Pfad zu dienen, ihn zu erforschen und zu zeigen. Das Leben ist unendlich, Liebe, ewige Vollkommenheit. Ich wähle Glück, Frieden, Harmonie und Aufstieg, auf dass ich meinen höchsten Zweck leben möge. Ich rufe hervor, die mächtigen elektronischen Kraftfelder des Lichts, mich zu umgeben und das nahtlose Gewand meines kristallinen Lichtkörpers zu aktivieren und zu verstärken, sodass ich in jedem Augenblick im Reich der Meisterschaft leben kann. Ich rufe dies hervor bis zur höchsten, vom kosmischen Gesetz erlaubten Ebene, in göttlicher Ausrichtung auf den göttlichen Plan und die göttliche Blaupause für meinen reinen und wahren organischen Aufstieg. Ich bestimme dies unter allen Gnaden und Kräften der unendlichen Schöpferquelle. Und nun nimm dir einen Augenblick Zeit, um zu fühlen, so lange wie du magst. Vielleicht sogar über diesen Podcast hinaus. Wie diese Verfügungen auf die physischen und ätherischen Strukturen bei dir einwirken. Und erlaube, dass die Frequenz der Liebe sich verstärkt, die aus deinem Herzen strömt.